Schleim, ey, Schleim, Schleim. Boah, ey, voll so Schleim, ey. Schiss Wieselratte. Ja, bisher war das einfach irgendwie reinhüpfen. Vielleicht zahlt sich das Downhill jetzt mal aus. Oh, das sieht wieder assi aus. Boah, und was ist mit der Leine passiert? Ich fahr mal das hier. Ich lieg auf dem Rücken. Doch keine gute Idee, das direkt am Anfang zu machen. Aber ich habe gedacht, wenn der Regen kommt. Kann jemand Fail-Analyse machen? Stopp. Guck mal. Diesmal nicht. Oh ja, er cuttet einfach. Ich hau da immer voll rein normalerweise. Okay, fahr mal die. What you doing? Haben wir mal verkürzte Version der Lockbow hier. Der obere Kurventeil ist gesperrt. Na toll. Jetzt gerade, wo wir beschlossen haben, boah, die Lanatz-Drill zu testen, wie denn der Stand dieses Jahr ist, sehe ich jetzt. Boah, stand seit 100 Jahren hier nicht mehr drauf, ey. Aber ist eigentlich okay. Ich bin so froh, dass ich da jetzt eben nicht einfach so unwissend reingedroppt bin. Das lasse ich. Ja, ich springe einfach drüber, dann merke ich es nicht, aber... Oh. Ich springe hinten in die... ins Flat. Gucken wir mal. Okay, funktioniert. So, jetzt können wir mal hier wieder eine Line suchen. Die nicht. Okay. Oh, ah, hier war es. Map, map. Nope, noch nicht. Aber fast. Ja, dann machen wir lustige Sachen und ich versuche dich zu überholen. Naja, was schaffe ich sowieso nicht. Und da vorne noch mal rechts.
Ja, Mann, genau das ist, was ich will. Das ist ein geiles Stück. Sieht ganz aus, ja. Ja, empty. Shit. Schade. Jetzt passiert wahrscheinlich die kranken Sachen. Uah. Ich glaube, so langsam war ich da noch nie. Ich glaube, das Step-Up ist heute unmöglich. Meinst du? Ich weiß es nicht. Wohin ging man? Okay, nicht unmöglich. Läuft die noch? Ja. Cool. Aber wie dumm ist das, dass meine leer ist? Das ist dumm, ja. So, versuchen wir mal hier die Leine. Also von außen hier rein. So, jetzt kommt mein Stück, wo letztes Jahr mein Opening beendet hat. Fahren wir es einfach mal. Schön innen rein cutten, ja. Bei dem Wetter kann man ruhig mal vorsichtig sein. So viel zum Thema vorsichtig sein. Ziemlich assi eben. Oh. Gar nicht los, nee, gar nicht los, ist überhaupt. Ach ja. Oh, haben sie es wieder aufgestellt hier. Mach mich stolz! You done wrong! Ist nicht gerade wenig kaputt. Das sind die Tage, wo man Bremsbeläge killt. So, muss man hier Speed mitnehmen. Okay, jetzt bremsen, innen rinnen. Ha, läuft sogar. Nur die Schaltung geht nicht mehr mit dem ganzen Matsch. So. Jetzt ist interessant, das haben wir heute noch nicht ohne Crash geschafft. Ja, probier es mal. Okay, ich nehme die Beine. Muss innen lang. Ja, das ist ein geiles Stück. Das ist einfach ein viel geileres Kurvenfahren mit dem Matsch. Ja, jetzt können wir aber rechts fahren wieder. So, jetzt, wenn jetzt die Kamera frei ist, das wäre mega übel. Ja. Er dreht, ne.
Okay, so kann ich. Okay, doch wieder fast reingefahren. Geil. Auch das macht irgendwie Laune. Nach innen? So, du bist jetzt raus, ne? Ja. Schade. Das könnten wir jetzt noch ein paar Runden machen eigentlich. Dann guck mal, dass du dein Fahrrad sauber kriegst. Wenn du sowieso nicht putzen darfst, dann kannst du auch noch eine Runde fahren. Mach halt. So, jetzt bin ich wieder alleine. Ja, meine Schaltung funktioniert eigentlich so ziemlich gar nicht mehr mit dem Matsch. Das Fahrrad fühlt sich an wie, ja, so 30 Kilo, glaube ich. Könnte sogar realistisch sein. Und morgen gleich wieder. Morgen sogar mit noch beschissenerem Wetter. Ich freue mich irgendwie. So. Oh, oh Gott, es ist anstrengend gerade. Und alles. Okay, das ging vorhin besser. Achso, die muss noch railen. Geht das hier noch? Jo. Opa! Never stand on the track. Please. Danger zone. Ich bin doch froh, dass er nochmal so gut reagiert hat und das Rad im letzten Moment weggezogen hat. Also das war, heute wollte ich jetzt nicht crashen. Kriege ich vielleicht noch einen Lift. Hier einfach nur Gatsch. Ich komme mir vor wie so ein Fast and the Furious Film. Da bin ich nicht ganz so cool. Kriegt man das noch hin? Ajo. Kommt nochmal das Assi-Stück. Das ist richtig steil, man hat null Kontrolle. Warum fahre ich ja immer Holz? Ich hasse doch Holz. So, jetzt kommt's. Drückt mir die Daumen. Innen rein, dann geht's. Brauch dich noch mal kurz. Bis da vorne hin. Jetzt brauche ich sie nicht mehr, glaube ich. Geht gar nichts mehr mit dem Ding. Mal hochschalten? Nee, auch nicht. Z-Zugreiber blasen. Ist total langsam. Und es macht so viel Spaß. Kann genau rausfinden, wo der Schwerpunkt vom Rad ist und dann im Two-Wheel-Drift rumrutschen. Oh, das war doch eine sehr entspannte Outlap. Ich gucke, ob das jetzt hier noch klappt. Ich liebe Matsch. Und die nächste Kurve ist die beste.
wenn ich sie überlebe. Fast überlebt. Im Trocknen ist das so. So wie Rohr, ne? Im nassen Rohr. Guck mal, was hier geht. Okay, Cutten ist hier echt eine dumme Idee. Haltung, mach was ich will. So zugemockt. Alter, das war ein geiler Tag. Und morgen wird es noch schlimmeres Wetter. Ich freue mich. Thank you.